Hi Leute und willkommen zurück zu Jade Cocoon Folge 3. Ich habe Katzenhaare auf der Zunge. Und ich habe nicht nur Katzenhaare auf der Zunge, sondern auch Katzen auf dem Schoß. Sag hallo, Doktor. Ja, der ist halt immer noch eine Katze. Also, ich meine, wer jetzt erwartet hat, dass der redet, ist auch ziemlich dumm, ehrlich gesagt. Naja. Anyway, Arbeit vorbei. Jago hier. Jago geht jetzt in den Käferwald mit seinen Tank-Controls und seinem Kater, ne, wa? Ja, schön schmusi. Der war heute früh auch mit dabei, als ich die ersten zwei Folgen aufgenommen habe. Aber da hat man den nicht gesehen, ne? Weil der lag in seinem kleinen Hängenest. Ich bin schon wieder komplett off-topic. Und ein wenig überkoffeiniert. Käferschlüssel benutzt. Ja, hat er gesagt, war ganz rechts. Haben wir jetzt eigentlich Kokons? Der hat uns gar keine Kokons gegeben. Oh! Okay. Der steht einfach vor der Tür. Hallo? Wer bist du? Ich habe schon Wilderer gesehen, die sich als Kokonmeister ausgaben. Ich bin ein Wilderer, ich meine... Wenn du ein echter Kokonmeister bist, beweise es, indem du auf der Flöte spielst. Ganz langsam. Tut! Nicer Tune. Ich kenne die Melodie. Bist du der Sohn von Rickets, dem Kokonmeister von Cyrus? Ja, tatsächlich bin ich das. Wenn der Sohn von Rickets in den Wald geschickt wurde, muss das Dorf in Gefahr sein. Erzähle mir, was in Cyrus geschehen ist. Oh, nichts lieber als das. Ah, ich verstehe. Dann haben die Onibubu also auch Cyrus heimgesucht. Und du bist gekommen, weil du nach dem Kalabaskraut suchst, wie? Mhm. Aber dein Flötenspiel, du weißt eigentlich noch gar nichts, stimmt's? Dein Vater würde mir niemals verzeihen, wenn ich dich einfach so in den Wald gehen und sterben ließe. Ich bin Koris, der blaue Kokonmeister. In Vertretung meines Kameraden Rickets werde ich dich in die Künste der Kokonmeister einweihen. Der Weg des Übens ist ziemlich schwierig. Stelle mir nur deine Fragen. Okay, ich glaube, das lese ich mir mal ganz schnell durch und erkläre euch dann einfach, wenn wir spielen, wie das alles funktioniert. Okay, das war eigentlich gar nicht so schlimm und gar nicht so schwer. Kann ich euch dann gleich alles in Ruhe erklären, aber jetzt erstmal goodbye! Sehr gut. Jetzt solltest du versuchen, das anzuwenden, was du gelernt hast. Klar. Meine Hütte befindet sich tief inmitten dieses Waldes. Wenn du dort heil ankommst, ist dir meine Anerkennung sicher. Mhm. O Sohn des Löwen von Padel, möge ein Kokonmeister aus dir werden, der den Namen seines Vaters wert ist. Danke, Mann. Weißt du, voll im Stimmbruch, gerade 15. Ah, ich kann loslegen. Ich kann loslegen, let's go, hallo. Anscheinend zögerst du noch. Nun, ich kann das verstehen. Aber du musst die Prüfung ganz allein bestehen. Okay. Ich will nicht nochmal was lernen, vielen Dank. Sehr gut. Jetzt solltest du versuchen, das anzuwenden. Meine Hütte befindet sich ziemlich bald. Blablabla. Okay, wir legen los. Alles klar. Ist eigentlich sehr simpel. Ist halt, technisch gesehen Pokémon. Ich hatte gesagt, man kann vielleicht nur 4 Monster mitnehmen, aber tatsächlich kann man nur 3 mitnehmen. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, wie das Map-System funktioniert. Das ist ganz offensichtlich ein Gegner. Was ich ganz cool fand, ist, das Tutorial war zwar nicht synchronisiert, aber wir sehen da oben rechts jetzt, neben der Lebensleiste des Gegners, das Element vom Gegner, ja? Wir können nur 3 Monster dabei haben, dementsprechend können wir auch nur 3 verschiedene Elemente dabei haben. Er hat uns gesagt, wir dürfen zwar die Monster vermöbeln, um uns zu wehren, um sie anzuschwächen, allerdings sind wir Kokonmeister nicht dafür da, um die Diener des Waldes zu vernichten, sondern wir sind dafür da, um ihre Seelen zu reinigen. Das heißt, ich schwäche den jetzt, wenn ich nicht kritte, sehr gut. Kleine hässliche Wespe. Komm ran, Alter. Kommst jetzt in mein Team. Und dann wird er gefangen vielleicht. Achtung, Moment. Ach. Komm schon. Flöten Sie.
Komm schon, komm schon. Oh! Was für ein Sackmonster. Hat ja gar nicht funktioniert. Okay, haut er jetzt ab? Nein. Okay. Das heißt, er vermöbelt dich jetzt und wenn ich ihn jetzt nochmal fangen will, muss ich mir jetzt nochmal die Animation geben, weil die ist echt, echt lang. Oh nein. Oh nein, ich kann sie nicht überspringen. Na gut, dann kann ich die Chance nutzen, in der Nase kratzen, was zu trinken können. Okay, die Animation ist cool. Aber ich weiß jetzt schon, dass das... Wenn du so ein Monster hast, das du unbedingt fangen willst, was aber nicht wirklich gefangen werden kann, weil es halt super unlucky ist. Sowas wie ein Arktos oder ein Lavados oder so. Wenn du dann 20 Mal draufschmeißen musst, bis es klappt, ist schwierig. So, und jetzt haben wir auch die Fangstufe erhöht, weil wir XP bekommen haben fürs Fangen. Hätten wir das Ding jetzt einfach nur totgeschlagen, hätten wir gar nichts bekommen. Und das wollen wir natürlich nicht. Also wir sehen jetzt rechts einen gefangen, einen Leuchtkäfer dabei und 10 leere Kokons scheinbar. Es gibt 171 Monster. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich war mehr so bei 40 bis 50. Aber na gut. Okay. Was wir auch gelernt haben, ist... Es gibt die Möglichkeit später in der Stadt, wenn unsere Frau dann das Monster gereinigt hat, beziehungsweise den Kokon gereinigt hat und dieses Fluchsiegel auf sich genommen hat und damit ihren Körper langsam aber sicher auflöst, dann können wir die Monster auch miteinander fusionieren und dann übernehmen die sowohl positive als auch negative Eigenschaften. Aber wie das genau verstärkt, hat er gesagt... Ja, das kann ich dir nicht beibringen. Das musst du selber rausfinden. Und ja, das werden wir auf jeden Fall in der Stadt machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Monster dann mehrere Elemente haben kann. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, zweimal das gleiche Monster miteinander zu fusionieren. Ich weiß... Also eigentlich weiß ich gar nichts. Ich wusste, man kann Monster fusionieren. Ich weiß aber nicht mehr, wie das genau funktioniert. Ich kann mich aber erinnern, dass es als Kind sehr schwierig war, durch das Spiel überhaupt durchzukommen. Das heißt, mal gucken, wie komplex das ganze System mit dem Kampfsystem überhaupt ist, mit den Monstern und mit dem Fusionieren. Und wenn ich so nach unten gucke, dann schaue ich nicht auf meinen Penis, weil ich den gerade streiche, sondern auf den da. So. Ist, glaube ich, klar. Und jetzt geht er auch schon weg. Und jetzt würde wahrscheinlich gleich meinen Blick blockieren. Ach, jetzt wird's wieder raus, ne? Ja, genug Liebe. Jetzt möchte der Kater aus dem Zimmer. Da bin ich mal ganz schnell professionell und lass mal alles laufen. Und wir können bei einem Nee, ist ja kein Problem. Alles gut. Okay. Nochmal ein halbes Level bekommen. Ich habe den jetzt absichtlich gefangen. Was fahre ich denn da als? Achso, mein... Mein Ladekabel. Ah, fuck. Mein Setup ist so bad. Also ich habe den jetzt absichtlich gefangen, weil wir wollen natürlich so viele XP wie möglich haben. Denn ich gehe mal davon aus, dass wir die stärkeren Monster erst fangen können, wenn unsere Fanglevel entsprechend hoch sind. Das... Oh mein Gott, dieses Ding, ne? Ich sehe das jetzt. Jetzt sehe ich es gut hier, das Teil. Aber ich habe das als Kind nicht gesehen. Eine Steintafel lehnt am Fuße eines Felsens. Wissen 1 aufgenommen. Ich meine, das ist ein Quest-Item und wichtig für irgendwas. Weil ich weiß, dass ich es gesucht habe. Und dass ich es nicht gefunden habe. Vielleicht ist es doch nicht wichtig. Wasserangriffe sind wirkungsvoll gegen Kreaturen des Feuers. Feuerangriffe sind wirkungsvoll gegen Geschöpfe des Windes. Das hat der Typ uns auch gerade gesagt. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Aber er hat uns das... die Elementschwächen verraten. Feuer ist stark gegen Wind. Wind ist stark gegen Erde. Erde ist stark gegen Wasser. Und Wasser ist stark gegen Feuer. Müsste zumindest so passen. Ich kann hier jetzt wieder speichern. Will ich das? Eigentlich nicht. Was ist denn das hier? Das muss ja, das ist ja mal ein Teleporter, wenn ich mal einen gesehen habe, ne? Also wenn das irgendwann nicht ein Teleporter wird, dann... So, ich habe jetzt mal meine Finger ein bisschen hier so zur Sehnenscheidenentzündung gedrückt.
damit ich gleichzeitig sprinten und looten kann. Und wir müssen... Ich weiß gar nicht, ob man sich hier... Was passiert denn, wenn ich den Ohrring des Jägers verwende? Komme ich damit einfach... Das Symbol eines Kokonmeisters bringt dich zum Barrierentor zurück. Okay. Also ohne Nachteil scheinbar. Nicht so wie in Dark Souls, dass du dann das Ding benutzt und dann... Oh. Und dann deine ganzen Seelen verlierst oder hier dann halt eventuell deine ganzen Monster. Aber alles gut. Alles cool. Wir können einfach looten und leveln. Das sieht relevant aus. Das sieht relevant aus. Hallo? Kann ich nichts mitmachen? Nein, ist einfach nur Licht. Irgendwie erinnere ich mich an diese Ruine. Das kann schon mal nichts Gutes sein. Bleib stehen! Du bist ein Wassermonster. Ich will dich haben. Bleib stehen! Ein Mukambu. Okay, es sieht aus wie ein... sagen wir mal Pilz. Der macht gar nichts, okay. Channelt der gerade oder verteidigt der? Okay, jetzt hat er nicht verteidigt. Ich versuche ihn mal zu fangen, auch wenn er noch nicht im roten Bereich ist. Aber vielleicht... Möglicherweise... Funktioniert das ja, wenn wir ihn jetzt versuchen zu fangen, weil wir sind ja schon... Fangstufe 2, der ist ja Level 1. Vielleicht. Aber wie gesagt, wenn wir ihn totschlagen, bringt das nichts. Ich weiß auch noch, dass es uns nichts gebracht hat. Würde ich, meine ich, mich erinnern zu können, dass es uns nichts gebracht hat. Und wir roleplayen das natürlich schon nach Möglichkeit so. Sehr gut. Wie ein Kokonmeister das machen würde. Das heißt, ich würde als Kokonmeister ja da nicht reingehen und alles totschlagen. Ich bin ja kein Berserker, ich bin ja kein... Kein. Wie heißen die in D&D? Killer-Hobo? Sondern ich möchte ja hier den Wald auch nicht irgendwie deformieren, das Leben ausmerzen. Das ist aber eine Truhe. Hallo? Sondern ich will hier verschlossen. Okay, merke ich mir mal. Noch mehr Gegner. Was ist denn, wenn ich jetzt einen von denen angrabbel? Verschwindet der andere dann? Wie gesagt, wir werden einfach so viele Monster wie möglich fangen. Vielleicht miteinander einfach dann so lange verschmelzen, bis was Wunderbares dabei rauskommt. Guck mal, ich versuche den mal jetzt schon zu fangen. Weil wir sind ja jetzt schon Stufe 3. Ich weiß nicht, wie viel Auswirkung das hat, aber vielleicht kann man die ja dann schon irgendwann fangen, wenn sie sehr underleveled sind. Einfach sofort fangen, weil wir so ein hohes Level empfangen haben. Dann können wir die miteinander verschmelzen und dann bilden wir die ultimative Lebensform. Vielleicht werden die dann auch richtig groß oder richtig cool oder vielleicht sind es einfach nur die anderen Monster in anderen Farben. Oh, er wehrt sich. Er wehrt sich. Er wehrt sich. Er wehrt sich. Er hat sich gewehrt. Ha. Das wird's wohl noch nicht. Ich weiß auch, dass wir später... Ich hab ja auch mit mehr Demons haben jetzt, wo wir einen höheren Level haben. Wahrscheinlich nicht. Weil das ist ja bloß das Fangen. Ah. Nee, ich weiß, dass es auf jeden Fall später noch... plötzlich geheilt. Ja gut, das Wasser. Die meisten Wassermonster haben wir mal... Oder meistens ist das Wasserelement so Heilelement. Okay, der verteidigt. Dann schlage ich ihn jetzt einmal. Okay. Nee, was ich meine ist... Ich weiß, es gibt später noch andere Waffen. Ich meine, gut, wir haben einen Waffenschmied gefunden. Das ist jetzt nicht so überraschend, ist auch kein Spoiler. Waffenschmied, klar. Aber ich meine, es gibt irgendwann so eine coole, meiner Spoiler, so eine coole Doppelglefe. Die war sehr nice, die habe ich, glaube ich, lange benutzt. Zumindest ist es die einzige Waffe, an die ich mich noch erinnere, außer dem Messer. Also entweder kommt die... Vielleicht war es auch ein Naginata? Das ist so lange her, Leute. Ich glaube, das ist... 20 Jahre her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich habe das in meinem Kinderzimmer auf einem Röhrenmonitor gespielt. Auf einem alten Röhrenmonitor, der immer wieder mal geflackert hat oder einfach random schwarz-weiß geworden ist, wo du dann richtig schön seitlich dagegen smacken musstest, damit du überhaupt wieder Bild bzw. Ton bekommen hat. Oh, ist das lange her. Okay, wir haben keine Stat-Veränderung gehabt durch die Level-Ups, weil wir ungefähr die gleichen Stats hatten beim ins Menü gucken heute Morgen, bzw. halt für euch in den letzten Folgen.
Ja, und das ist meine Aufgabe für euch, Unterhaltung zu bringen, während wir... die nice Mucke genießen. Bam, badam. Wenn wir natürlich dann eine stärkere Waffe haben, ist es auch wesentlich leichter, die auf niedrige HP runterzuschlagen. Beziehungsweise, vielleicht gehen wir auch einfach gleich mal zurück ins Dorf. Das ist, glaube ich, der beste Play, den wir machen können. Nochmal ins Dorf zurückzugehen und dann die Monster zu reinigen, die Kokons. Und dann mitzunehmen, damit die dann XP kriegen. Weil wenn du die Diener gegen die anderen, also deine Monster, gegen andere Monster kämpfen lässt, dann kriegen die natürlich XP. So leveln die dann auf. Nur wir kriegen keine XP fürs Töten, wir kriegen nur XP fürs Fangen. Was ich ein cooles System finde. Ich weiß gar nicht, ob das in Jade Cocoon 2 auch so ist. Bei Jade Cocoon 2 habe ich mir zwar gekauft damals, in unserem Secondhand-Gaming-Laden meines Vertrauens. Den gibt es zwar nicht mehr. Mein armer Martin, Alter, der gute Madden. Also der lebt noch, der ist jetzt nur auch Erzieher. Oh, noch ein drittes Monster. Und hat den Laden aufgegeben, der ist jetzt Erzieher geworden. Funny, ich bin Erzieher gewesen und hab mich jetzt in Einzelhandel rüber geschmuggelt. Aber ist egal. Hat halt Schuh. Okay, der ist tanky. Hoffentlich macht er nicht so viel Damage. Oh shit! Okay, alles gut, alles gut. Was wollte ich sagen? Nee, aber dann nehmen wir mal eine Party aus Monstern mit. Und können dann hier ein bisschen leveln. Ich muss trotzdem ein Kokos essen. Mir wurde gesagt, also vom Game, dass es im Wald überall Kokos gibt. Ich habe noch nicht einen gefunden. Oh, das beendet nicht meinen Zug. Das ist gut zu wissen. Ich kann den noch einmal schlagen. Achso, Jade Cocoon 2. Genau, das hatte ich mir damals... Das hatte ich mir damals für die PS2 geholt. Aber das war halt komplett auf Englisch. Ich kann mich sogar an die Soundeffekte hier erinnern. Krass. Und dementsprechend konnte ich es halt nicht spielen, weil ich konnte halt damals noch kein Englisch. Weil... Wie alt werde ich gewesen sein? 10, 11, 12, sowas. Da können die meisten Kinder kein Englisch. Und deswegen habe ich es nicht wirklich weit gespielt. Mal abgesehen davon, dass es ewig her ist. Ewig und 3 Tage. Ich habe es immer noch drüben im Regal stehen. Aber sammelt da halt eigentlich hauptsächlich Staub. Ob wir das nach dem ersten Teil auch noch spielen, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ich rechne aber mal nicht damit. So. Komme ich jetzt hier wieder zurück, weil das schien mir ein Rundgang zu sein? Da. Boah, guckt euch mal den Low-Contrast-Item-Sack da hinten an. Fast nicht vom Hintergrund zu unterscheiden. Ein alter Sack aus grobem Gewebe hängt zwischen Efeublättern fest, die einen Felsbrocken bedecken. Schablikör erhalten. Cool. Das sieht aber aus, als könnte ich da lang gehen, oder? Da rechts nochmal? Nee, führt mich nur dahin zurück. Na gut, komm. Dann porten wir uns jetzt mal in die Stadt zurück. Wir haben 6 Leuchtkäfer gefangen. Achso, wir haben 6 Leuchtkäfer dabei und 3 davon sind einzigartig. Okay, jetzt habe ich das Menü verstanden. Den Wald verlassen. Ja, bitte. Vielleicht kann ich ja auch rasten zu Hause. Dann muss ich jetzt nicht so viel Krugwurz fressen. Das wäre natürlich ganz nice. Mein Augenlicht! Ich muss zu meiner Frau. Ich muss zu meinem Habibi. Komme ich jetzt einfach hier in die Stadt zurück oder komme ich jetzt in ein Menü? Ah, einfach die Stadt. Einfach die Stadt. So. Honey Bubu, guck mal, ich hab was dabei. Übertreib es nicht. Bis du besser in der Jagd ausgebildet bist. Einverstanden? Ja. Und sprich mit Mutter Garei, wenn es Dinge gibt, die du nicht verstehst. Ich weiß alles. Doch sieh dich vor, ihre Geschichten können lang und langweilig sein. Aber erzähl ihr nicht, ich hätte das gesagt. Ich sitze direkt neben dir, Kind. Nun, was jetzt?
Nagi-Zauber beschwören, das klingt gut. Oh, da hast du ein paar Leuchtkäfer-Kokons. Ich werde sie am besten reinigen. Unseren Feinden lieben wir. Und für die Geplagten beten wir. Bewähre uns, den weisen Bestien, die Kraft, den Geist zu berühren. Cool. Muss ich jetzt aber nicht wie jedes Monster einzeln machen, oder? Ich werde diese hier bei mir behalten. Sag mir, wenn du sie brauchst. Wenn du zwei Monster auswählst, kann ich sie vereinen und daraus ein neues für dich machen. Wenn der Kokon zur Seite versponnen wird, kannst du sie im Laden verkaufen. Deswegen macht es Sinn, Monster zu fangen. Okay. Das heißt, man muss sich entscheiden, ob man seine eigenen Monster leveln will oder ob man die Sachen verkaufen will. Okay. Ich würde die gerne vereinen, denn ich habe... Die haben unterschiedliche Stats. Cool. Ja, dann verwandel mal den schlechteren Scarwasp. Mit einem blauen Ding, wa? Ja, mit dem hier, mit dem schlechtesten. Gestalt ansehen. Ja, so sieht's gerade aus. Aha. So wird es dann aussehen. Ah, man kann sich das Feuer angucken. Das ist ja nice. Das ist ja cool. Das sieht aus. Das ist schon ein cooles Farbschema. Ich wollte sagen, es sieht aus wie Hollow Knight, aber das ist halt Quatsch, ne? Ist einfach straight up gelogen. Und man sieht die Veränderung, wie sich die Monster verwandeln. Oder wie sie sich verändern, stat-wise. Das Ding kriegt 8 HP dazu. Es steigt eine Stufe auf. Kriegt 4 Mana dazu. Der Angriff sinkt um 1. Das ist okay. Angriffsmagie geht hoch, Abwehr gegen Magie geht auch hoch und es hat 2 Elemente. Das ist gleichzeitig gut und gleichzeitig schlecht. Wir haben halt mehr Schwächen, aber wir haben auch mehr Stärken. Oh. Warte mal, wenn wir Wasser und Luft haben, dann sind wir anfällig gegen Feuer und Erde, aber auch resistent gegen Wasser und Luft halt, ne? Okay, das ist eigentlich ja, ist halt ist okay. Fähigkeiten ansehen. Wasserangriff. Was? Was ist am happening? Was ist das hier? Okay. Habe ich nicht genau verstanden. Okay, das hatte gar keine Fähigkeit, das hat den Wasserangriff, deswegen übernimmt die Gestalt am Ende den Wasserangriff. Was ist das hier? Was heißt Malti und Medina? Redina. Medina. What does it mean? Ja, machen wir auf jeden Fall mal. Das ist jetzt für einen. Klar, hast doch dafür bestimmt auch einen tollen Spruch, oder? O magische Geschöpfe, die uns dienen, verbindet euer Fleisch, auf das noch größere Kraft daraus fließt. Enthüllt uns eure heldenhafte Gestalt. Heldenhaft würde ich es jetzt nicht nennen, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Warum ist alles so hell in diesem Game? Gut, dass ich immer permanent geblendet werde von 3 Lichtquellen, um den Greenscreen zu beleuchten. Okay, das war's. Ja, danke, Mabu. Bist die Beste. Wir können es benennen. Nennen wir doch einfach mal, ich nenne die einfach alle nach meinem ersten Gedanken. Und wenn ich ein Monster habe, das ich richtig nice finde, dann werde ich es nach euch benennen. Das heißt, ich wollte gerade sagen, wenn ihr dann einen Namen haben wollt, dann schreibt mal irgendwas in die Kommentare. Aber das Problem ist ja, ich nehme das ja komplett auf und bringe es dann erst raus, wenn ich es komplett durch habe. Naja, ich kenne ja meine Pappenheimer, ne? Die, zumindest die
regelmäßig da sind. So, ich glaube, Hollow Knight passt da nicht rein. Und Hollow finde ich keinen guten Namen. Deswegen nenne ich ihn Holly. Ja, das ist Holly. Holly der Hollow Knight. Soll ich noch mehr vereinen? Nein. Ich würde gerne... ist das das Gute? Ich meine, eh nur Anfangsmonster, ist egal. Ja, verspinn das mal bitte. Jetzt verspinnen, ja bitte. O Krieger der Gerechtigkeit, kehrt zurück dorthin, von wo ihr an Elrims Ort kam. Gebt uns unser tägliches Brot. Ich mag das. Ich mag das, dass alle Rituale ein eigenes Ritual sind. Ich meine, gut, die hält halt die Hände. Du kannst Geld verdienen, wenn du diese Seite im Laden verkaufst. Die hält halt einfach ihre Hände über das Leuchteding und dann passiert irgendwas. Aber ich find's trotzdem cool. So, wir nehmen mit. Holly, kommt mit in die Party. Ich will das Feuerding mitnehmen, weil dann haben wir zwei Elemente. Drei Elemente sogar. Ach so, ich muss es hochziehen, okay. Holly, Holly, Holly. Setzt eher auf Angriff, okay. Und die lassen wir mal da, ob ich die jetzt verkaufe oder nochmal einschmelze oder irgendwas. Sehen wir dann. Okay. Ja, dann viel Glück. Ich werde immer hier sein, falls du irgendetwas brauchst. Alles klar, danke Schmusi. Okay, dann rennen wir jetzt mal noch in den Laden. Und ich würde gerne beim Schmied auch noch vorbeigucken. Wir wissen, ob der neue Sachen schon hat, weil eine neue Waffe wäre natürlich das Beste, was wir jetzt irgendwie kriegen können. Ich glaube, gerade am Anfang brauchst du irgendwas, um Sachen totzuschlagen. Also nicht totzuschlagen, gerade so nicht totzuschlagen, nämlich. Hallo? Hast du schon was? Ich habe noch nichts, was für dich geeignet ist. Aber du kannst kaufen, Achso. Was ich bereits angefertigt habe. Was soll es denn sein? Kaufen. Ich habe 170 Yen. Das ist bestimmt eine Menge Geld. Ah, Bronzeschwert. 500. 500 für 3 Angriff. I do know about this. Das ist eine Menge Schotter, glaube ich. Lederstirnband gibt 2 Defense. Schmückender Gegenstand, Band mit eingewobenem Leder. Schützt den Kopf von Kratzwunden durch Tierklauen. Lederweste, nimm was du möchtest. Erhöht unsere Defense ein bisschen mehr. Aus miteinander verbundenen Eisenringen leicht und widerstandsfähig gegen Angriffe. Ein Kettenhemd. Kann ich dir meinen Beiß verkaufen? Ich kann dir meinen Dolch. Ich habe einen Dolch gefunden. Wo hab ich denn den Dolch hier? Und warum benutze ich den nicht? Ja. Komm, lass mich. Ich weiß, dass du mir erst später Sachen machst. Das ist ja Standard in so. Ah, guck mal, da unten sind jetzt die Monster, die wir dabei haben. Ist ja Standard in so RPGs. Ausrüstung, Messer, den Dolch anlegen. Okay, und dann rennen wir. In den anderen Laden. Vielleicht ein bisschen Heil-Items kaufen für meine Monsterlein. Ich weiß zwar nicht, was machen die denn mit den Monstern, wenn ich die in den Kokon sperre und die dann denen zum Verkauf anbiete. Wahrscheinlich machen die Marmelade da draus. 150! Okay. Das ist natürlich gar nicht so wenig. Ja, okay. Was kosten die Sachen hier? Das ist ja nix. Das ist ja nice. Okay, cool. Das heißt, wir können hier richtig Asche machen eigentlich und uns dann erstmal richtig nices Equipment holen. Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurück in den Wald und ich bedanke mich bei euch. Achso, können wir einfach schnell in den Wald gehen. Fürs Zusehen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!